So Leute, und damit willkommen zurück zum nächsten Teil von Anno 2205 und ich muss erstmal wieder gucken, was wir jetzt am besten anstellen. Am besten wahrscheinlich wieder Häuser upgraden. Und wenn wir wieder ein bisschen Geld zusammengekratzt haben, dann holen wir uns hier den letzten Anteil. Dafür brauchen wir allerdings erstmal ein bisschen Einfluss und höchstwahrscheinlich werden die uns auch vorher noch irgendwie einen weiteren Aktienanteil irgendwie streitig machen wollen. Aber eins nach dem anderen, wir gucken uns erstmal hier nach, was wir machen können. Na, ist hier los. Schön, dass du vorbeikommst. Ja, wir verkaufen einfach mal alles, was möglich ist. Würde ich niemals ablehnen. Und hier stoßen wir jetzt langsam an die Kapazitätsgrenzen. Also ich werde jetzt hier nochmal die Versorgung sicherstellen. Dass wir auf jeden Fall nochmal eine Polizeistation setzen. Gut, wo bringen wir die am besten mal unter? Können wir eigentlich hier wieder so eine Art Versorgungstrakt bauen? Das wäre das. Und wie sieht es generell mit der Versorgung aus? Mobilität, also wir brauchen definitiv mal wieder ein Stadion und eine U-Bahn. Das wird natürlich teuer werden. Fangen wir mal mit einer U-Bahn an und vielleicht kriegen wir die ja hier unter. Na, knapp. Oder wieder hier hinten in unseren Spezialversorgungstrakt. Ja, komm, mach das einfach hier hin. Mobilität liegt bei immer noch 76%. Sein los. Ja, vielleicht sollten wir noch mal eine hier hinsetzen. Das wird das und am besten auch noch mal irgendwie ein Stadion, was vielleicht mal hier in die Nähe kommt. So. Und die brauchen jetzt natürlich ein bisschen Strom. Da kommt 1000. Parameter werden erneuert. Sollen sie haben. Und die schlechteste Abdeckung ist jetzt mit Sicherheit. Ja, das lässt sich ja noch ändern, zum Glück. Na, ja, passt. Ah, passt doch. Und Glück kriege ich hier eine U-Bahn unter. Mit Glück. Ja. Sehr schön. Und damit habe ich die nächste Firmenstufe erreicht. 83. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Ich brauche allerdings hier trotzdem noch mehr Gebäude. Dann muss ich das so ein bisschen umstrukturieren, also den Weg mal wegreißen auf jeden Fall. Und dann hier ein paar Häuser reinbasteln. Also auf jeden Fall bis hier. Nächstes Astronautenteam trifft ein. So, und dann können wir hier noch Häuser setzen. Die sind jetzt nicht angeschlossen momentan, dann kriegen die aber hier einfach eine Einzelverbindung. Dann kann ich die Straße auch entfernen. Bis hier vorne. Und dann gucke ich mal, wie ich den kleinen Bereich hier auffülle, ob ich hier noch kleine Häuser reinkriege. Ja, das lässt sich so machen, sehr schön. Ziehe ich das noch bis hier und ja, hier wäre es eigentlich ganz gut, wenn ich das Modul mal entferne und das mal auf die andere Seite setze. Okay. Das gefällt mir schon wesentlich besser. Ach, schade, die kommen jetzt nicht durch, aber gut. Dann muss der leider wieder dran glauben, der Kollege. Ich
muss jetzt halt langsam aufgrund der Platzprobleme ein bisschen gucken, wo ich mit meinen Häusern bleibe. Ja, nicht schön, aber erfüllt, glaube ich, seinen Zweck. So, dann kriegen wir hier ihre Straßenverbindung gesetzt. Okay, dann ein bisschen befördern. Und dann sind auch die nächsten schon wieder für den Aufstieg bereit. Und dann hier nochmal ein paar Gebäude. Und jetzt kommen wir auch schon auf die versprochenen oder angekündigten 700.000 Einwohner. Wahrscheinlich noch nicht ganz, aber fast zumindest. Die brauchen mehr Sicherheit. Ich glaube, ich werde einfach mal was anderes machen. Ich werde mal hier die Gebäude wegreißen, dafür ein Sicherheitszentrum mal hier in die Mitte reinbauen. Und dann kann ich das hier mit kleinen Häusern auffüllen. Zumindest bis hier. Ach, da ist keine Straße. Ja gut, da kommt der Kollege hier wieder weg. Hilft ja nichts. Und dann brauchen sie noch ein bisschen mehr Informationen. Da sind sie schon echt ganz schön raffgierig geworden, was das alles angeht. Gut, dann geht es hier schon mal wieder eine ganze Ecke besser. Aber mit dem Gebäudeausbau sieht es immer noch schlecht aus, leider. Ach, und Vitamin-Drinks, ein paar zu wenig. Direkt mal angleichen. Die haben noch plus 11, dann kann ich hier noch ein bisschen nach oben ziehen. Parameter werden erneuert. Jetzt sind wir auch über 700.000 Einwohnern. Perfekt. Danke für alles, was Sie für uns getan haben. Ja, langsam. Aber sicher ist hier der Platz ausgeschöpft. Dann werde ich das hier nochmal kurz umdrehen. Ich setze hier nochmal die Polizeistation rein. So. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, woanders zu leben. Das ist gut, dass du hier wohl bleiben möchtest. Wir lassen dich auch gar nicht weg. So, mal schauen wir mal, wie das aussieht. Ich habe jetzt den Neuroimplantaten, passt. Wasser geht zur Neige, aber reicht immer noch aus. Ja, sehr zufriedenstellend. Wunderbar, denn fast 5 Millionen auf dem Konto, Einfluss bei 34, das heißt, es ist was soweit. Bei Nick kannst du richtig sparen. Dann haben wir einen Deal, mein Freund. Ach, hier hinten verstecken sich noch ein paar Leute. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal kurz warten. Ein paar Gebäude, ne? So viel. Die vielleicht. Vielleicht reicht das schon. Was? Es werden weniger Einwohner? Was ist da denn los? Die müssen doch eigentlich alles haben, was sie brauchen. Ja, das wird sich schon wieder retten. Oder einpendeln, eher gesagt. Wir könnten theoretisch mal kurz hier in die Wanha-Ebene gehen. Und mal hier das Sektorprojekt weiter vorantreiben.
Mal gucken, ob wir es jetzt schon abschließen können oder ob da noch eine Auftragskette dazukommt. Ich habe die Stellung gehalten. Jetzt ist es Zeit für die Wachablösung. Ich bin froh, dass Sie das ernst genommen haben. Die Custodians warten darauf, dass wir den Tresor sichern, und ich habe etwas dafür vorbereitet. Ein Desinfektionsmittel in Sprayform. Sollte funktionieren. Okay, Schritt 10 von 10. Projekt ein für alle Mal. Das Team hat das infizierte Saatgut gefunden. Die Vorschriften der Custodians besagen, dass wir den Bunker reinigen müssen. Achtung, und ich habe das passende Gegenmittel. Mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Dann koppeln wir mal hier den Container an. Objekt befestigt. Und bringen den mal hier zum Saatgutbunker. Wir haben das Virus endgültig ausgerottet. Das Team archiviert Proben aus ganzen Jahrhunderten. Die Bemühungen der Eden-Initiative waren nicht umsonst. Sehr schön. Dann scheint mir es jetzt hier auch abgeschlossen zu sein. Ja, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Also können wir diesen Sektor auch bald mal entsprechend umbauen. Haben wir denn hier schon eigentlich alles trockengelegt vom Sumpf? Ich glaube schon, ne? Hier sind unsere ganzen Saatgutbunker. Können wir was verkaufen? Es ist teuer, etwas hierher zu liefern. Also danke. Ja, das sieht sehr gut aus und ich würde sagen, dass wir es gleich, sobald es hier umspringt, uns den nächsten Aktienanteil holen und dann den guten Samen aus dem Geschäft rausdrängen. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Cap Amber und dann weiß ich nicht, eigentlich könnten wir dann mal den nächsten Sektor unsicher machen. Madrigal-Inseln oder vielleicht auch das Walbuckbecken. Den müssen wir natürlich dann erstmal abkaufen. Aber sonst geht es uns ja ganz gut, ne? So, 40, es ist soweit, Leute. Ab geht's. Mit Glück können wir hier wieder mal auf dem Mond ein paar Sachen verkaufen. Muss ich jetzt mal ein bisschen abscannen. Der Vorstand gibt seine Zustimmung. Denn er wird sich wahrscheinlich mit aller Macht dagegen drängen, dass wir den Teil jetzt hier bekommen von ihm. Wir können nicht lange bleiben. Wir müssen weiter. Ich nehm's gleich mit. Shuttle kommt planmäßig. Gut, jetzt muss ich keine Zeit mehr dafür verschwenden. Ja, es bleibt spannend, aber ich glaube, jetzt haben wir den Teil sicher. Und das sieht gut aus. Willkommen in Nicks Haus. Einen solchen Gratulation zu Ihrem Erfolg. So. Er beweist, dass wir alle nach Perfektion streben sollten. Und damit hat Same International seinen letzten Anteil verloren. Sehr, sehr schön. Dann können wir uns dann als nächstes hier um Cassian Industries oder Ibera Foxcom kümmern. Aber das ist schon mal sehr angenehm. Jetzt haben wir noch zwei Widersacher, die unsere Aktienanteile irgendwie streitig machen wollen. Und ich hoffe mal, dass es jetzt langsam ein bisschen ruhiger wird. Wir haben noch 3 Millionen übrig. Da können wir uns wirklich in den nächsten Sektor mal verkriechen. Was haben wir hier alles zur Verfügung? Also Mondsektoren brauchen wir erstmal keine neuen. Arxis auch nicht. Dann haben wir das Grünflutarchipel, das Walburgbecken, Wildwasserbucht und die Madrigalinseln. Ah, es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Kommen Sie herein. Ja, und ich werde mich da erstmal auf die Sektorprojekte konzentrieren. Also hier finden Sie heraus, warum die drei alten Dämme gebrochen sind und bauen Sie sie wieder auf, um Energie zu produzieren. Hört sich schon mal gar nicht so uninteressant an. Nett von Ihnen hereinzuschauen. Wie kann ich Ihnen helfen? Hier untersuchen Sie die verlassene Anlage. Und Whitewater Bay. Was für eine nette Überraschung. Erfüllen Sie den letzten Wunsch eines alten Freundes und bergen Sie seine versunkenen Schätze.
Ja, jetzt wollen die hier unseren Anteil kaufen. Das ist natürlich jetzt übel. Okay. Okay. Kann ich vielleicht in der Arktis was kaufen? Muss ich jetzt mal schnell schauen. Komm rein und entspann dich. Ah, hier auf jeden Fall nicht. Und damit bin ich auch aus dem Bieterrennen raus, wenn es so weitergeht. Das darf nicht passieren. Nein, 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 nein. Oh, hey, alles cool bei dir? Ja, das wird nichts. Das wollten wir nicht. Aber zumindest habe ich noch die Firmenanteile in meinem Besitz. Na gut. Und warum ist mein Geld trotzdem weg? Oder habe ich gewonnen? Habe ich dann doch behalten den Anteil. Glück gehabt. Gut, dass wir uns wiedersehen. Okay, hier könnten wir es übernehmen. Freut mich, dass Sie vorbeischauen können. Und auch Whitewater Bay. Dann nehmen wir jetzt uns den Sektor und schauen uns das Ganze mal an. Ich muss es auf jeden Fall zusehen, hier mehr Einfluss zu generieren. Und das sieht doch schon mal ganz nett aus hier. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Das wird das anspruchsvollste Bauprojekt, das sie bislang begonnen haben. Aber wenn man die Motivation ihrer Angestellten sieht, haben sie gute Aussichten. Unter uns gesagt, die Union ist beeindruckt vom Wachstum ihrer Firma. Kaum überraschend, dass sie sich für so einen großen Sektor entscheiden. Oh hey, da du schon hier bist, könntest du dich gleich für mich um etwas kümmern. Was ist jetzt auf den Ark ja schon los? Polarnacht. Das heißt, ich darf doch nicht bauen, glaube ich, ne? Genau, ich darf nicht bauen, aber gut. Das ist erstmal uninteressant. Du bist am richtigen Ort. Nick. Und wenn wir hier so einen großen Sektor haben, dann bietet es sich ja eigentlich nur an, hier wirklich mal wieder intensiv Bevölkerungswachstum voranzutreiben. Da brauchen wir diesen Sektor und wahrscheinlich noch einen anderen Sektor, um dort noch ein bisschen uns um Produktion zu kümmern. Ich werde einfach schon mal direkt den nächsten in Beschlag nehmen. Ja, und Produktionssektor ist wahrscheinlich schlau, wenn wir das hier einigermaßen, wenn wir ein bisschen Platz dafür haben. Kommen Sie herein, die Tür ist offen. Dann holen wir uns hier nochmal das Wahlbruchbecken. Ja, also ich muss schon ganz schön expandieren aktuell. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Ich frage mich, ob jemand ihn wieder in Betrieb nehmen könnte. Das würde den Sektor für Ihre Firma viel wichtiger machen. So, dann schauen wir uns mal den Sektor an. Also hier haben wir auf jeden Fall relativ viel Platz, um Produktionsgebäude zu errichten. Okay, hier brauchen wir Superlegierungen. Können wir die überhaupt schon anliefern lassen von der Raumstation? Das wäre natürlich jetzt sehr angenehm. Wahlbruchbecken, genau. 45.000, das können wir uns auch leisten gerade. Die Waren müssten bald eintreffen. Neue Transferroute aktiv. Und die Sektorvorteile hier sind folgendermaßen: alle Farmen minus 50% Energiewartung und Elektronikgebäude kosten 30% mehr Creditwartung. Ich würde auf jeden Fall mal kurz und lang mal versuchen, die
Sektoren, die produzieren auf jeden Fall ein bisschen zu spezialisieren. Aber ich denke, wir holen uns jetzt erstmal hier das. Verstanden. Wir holen uns jetzt erstmal hier den Lagerausbauplatz, dass wir überhaupt mal mit dem Bau anfangen können. Ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Und dann machen wir mit dem Raumhafen auch gleich weiter. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Okay, Fusionsenergiezellen, das ist auch kein Problem. Die lassen uns auch von oben, vom Mond aus zusenden. Mareliktum, Walbuckbecken, Abfahrt. Transferroute nimmt Betrieb auf. So, dann können Sie sich da schon mal den Bau machen. Raumhafen-Upgrade eingeleitet. Und ich brauche hier natürlich noch Sachen zum Bauen. Also ich hole mir jetzt nochmal Biopolymer und Baubots. Die Waren müssten bald eintreffen. Ich habe die Route geprüft. Die Lieferungen sollten bald eintreffen. So. Transferroute nimmt Betrieb auf. Was natürlich immer so eine Sache ist, wir brauchen ja immer so ein bisschen Bevölkerung und vielleicht setzen wir die einfach auf den kleinen Inselteil hier Wir hinten. sind unterwegs. Dann lassen wir unser Schiff hier kurz rüber cruisen. Und dafür brauchen wir Baubots, okay, und Credits. Das lässt sich auf jeden Fall dann bald machen. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, was brauchen wir denn hier? Und was brauchen wir im Allgemeinen viel? Dass wir vielleicht in diesem Sektor wirklich nur Obst anbauen, um die Vitamindrinks zu haben. Also ich werde mich mal langsam hier rantasten. Ich werde erstmal die Straße hier rüber setzen. Dann fangen wir jetzt hier direkt an mit Obstanbau. Denn das werden wir früher oder später auf jeden Fall eh brauchen. Von daher können wir es auch jetzt gleich machen. Aber wichtig ist, dass wir wieder einiges an Kapazitäten haben. Okay, und dann werden wir hier alles mit Arbeitskraftmodulen vollsetzen. Ah, Baubots. Baubots. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Raumhafenerweiterung genehmigt. Wo haben wir sie denn? Baubots. So, die Waren müssten bald eintreffen. So, das soll doch eigentlich laufen. Wartransferroute nimmt Betrieb auf. So, wir können jetzt auch das Gebiet Konkurrenten bieten beanspruchen. auf ihre Firmenanteile. Und da werde ich die Gegenmaßnahmen Auktion empfohlen. aussetzen. Da habe ich echt keine Lust drauf. So, und damit ist der Raumhafen schon mal ausgebaut. Und ich werde mir hier das Gebiet noch holen. Ein idealer Ort für die Dann nächste können wir hier nämlich ein Außenstelle. paar Gute Wahl. Einwohner ansiedeln, weil die werden wir definitiv brauchen. Nicht viele, aber so ein paar auf jeden Fall. So, die kommen hier hin und Ja, die klar. brauchen noch so ein Ignorieren paar Sie einfach unsere Kleinigkeiten. grundlegenden Rechte als. Aber dann schicken wir doch diesem Sektor erstmal ein bisschen Energie. Schön hier rein ins Warburg-Becken. Knapp 2000, da können wir da ein bisschen rumbasteln. Neue Transferroute aktiv. Ach so, Reis. Reis, 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 Reis. Hat Kap Amba zum Glück noch reichlich. Dann versuche ich Kap Amba wirklich auf Reis zu spezialisieren, Walbo-Becken auf Vitamindrinks und dann muss man mal Bohnen. gucken. Da freue ich mich auf den Feierabend. Kundenanalysen Wasser sollten wir zeigen, selbst auf dass die Reihe Bedürfnis kriegen. an bestimmten Gütern.
So, und dann bauen wir hier nur Arbeitskraftmodule ran. Die Baubots kommen zu langsam rein, wenn ich jetzt hier basteln will. Das ist natürlich ärgerlich. Machen wir da mal eine große Route draus. So, die Waren müssten bald eintreffen. Parameter werden erneuert. Und dann kriegen wir die auch für eine Arbeitskraftwartung. Das ist sehr schön. Entschuldigung. Jetzt sind wir auch mit der Arbeitskraft. Wir kommen hier mit einer Arbeitskraft jeweils aus. Also ich kann hier fast gänzlich auf Gebäude verzichten, was natürlich ein großer, riesengroßer Vorteil ist. Okay, das wird das. Das lässt sich natürlich noch Megabyte erweitern. Das mache ich jetzt auch erstmal, dass wir ein paar mehr Plantagen noch haben. 4 Stück nochmal dazu. Ich möchte gar nicht wissen, das muss jetzt schon so das Riesenmonopol sein, was wir hier aufgebaut haben. Ich kann da jetzt leider nicht mithalten momentan. Mit 1,2 Millionen. Ich muss jetzt wirklich hier ja, aussetzen. Auch wenn es mir schwerfällt. Achtung, zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Die Sachen durchschieße gerade schon ziemlich happig. Okay, das betrifft uns nicht mehr. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Na, mach es nicht angrenzend. Gut, dann machen wir das so zu Ende. Da haben wir es ja auch relativ platt schon alles untergebracht, würde ich sagen. Den Raumhafen habe ich ausgebaut, ne? Der ist komplett fertig. Dann kann ich auch die Handelsroute mal wieder deaktivieren. Die ist ja dann ziemlich sinnbefreit hier. Tschüss. Jetzt die Frage, wie ich hier die guten Kältereien unterbringe. Da muss ich mir auf jeden Fall mal irgendwie eine Bauweise überlegen, die ein bisschen Platz spart und nicht verbraucht. Da werde ich jetzt mal hiermit anfangen und mal ein bisschen rumexperimentieren. Aber wir könnten hier schon mit dem Bau der Brücke beginnen. Brückenbauplatz eingerichtet. Kann ich hier auch schon weitermachen? Nein. So, Kälte rein. Also wir haben natürlich die Module. Dann haue ich den mal weg. Und dann kommt hier das letzte Modul rein. Dann muss ich mal gucken. Ich werde hier definitiv auch wieder Arbeitskräfte einsetzen.
bis hier und dann können wir es eigentlich von der anderen Seite wahrscheinlich ergänzen. Ja gut, da bleibt halt einer frei. Das ist ja auch nicht so wahnsinnig schlimm, glaube ich. Und ich habe immer noch sehr, sehr viel Obst. Ich glaube, was es dann ausreicht. Und falls nicht, ergänzen wir einfach noch ein paar weitere Obsthöfe. Mal gucken, 137, also ist immer noch zu viel. Was kosten mich diese Module eigentlich? Ja, Credits und eine ganze Menge Material. Hier nochmal. So, jetzt liegen wir hier bei 383 Vitamin-Drinks. Das ist ja schon mal sehr anständig. Und hier kann ich zum Glück aussetzen. Danke dafür. Und hier wird nachher eine Straße durchgeführt werden. Dann können wir da hinten mit irgendwas anderem weiterbauen. Und ja, was will man sagen? Das reicht dicke aus hier mit der Arbeitskraft. Das kriege ich gut gedeichselt. Wie lange brauchen wir hier? 6 Minuten 52. Ja, obwohl, wenn ich schon mal hier bin, kann ich da eigentlich auch weitermachen, ne? Also mit dem Ausbau hier der Obstindustrie. Ja, Tube Life ist jetzt ein bisschen monotones gerade, aber das kommt alles unserer Bevölkerung nachher wieder zugute. Denn der nächste große Schritt ist dann auf jeden Fall mal die Million zu knacken. Ich verstehe halt nicht, warum wir wieder unter 700.000 gerutscht sind. Da muss ich auf jeden Fall nochmal nachschauen gehen, was da passiert ist. Nicht, dass da irgendwo ein Wagen fehlt, wahrscheinlich. Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Oder ich es hier anders machen können. Mal kurz nachschauen. Ich reiße es mal kurz weg. Soweit, so gut. Dann noch ein paar Kältereien dazu und dann werden wir auch den Sektor mal wieder verlassen und woanders hingehen. Und dann können wir hier auf jeden Fall die Straße hochziehen.
Was ist ein Geldwäschling gerade? Warentransport verzögert sich. Ursache? Transporterknappheit. Ach, das können wir uns natürlich limitieren. Dass wir hier dann nicht genug Logistik haben, ne? Beziehungsweise für die Logistikfirma brauchen wir auch Arbeiter und da kann ich keine Module setzen. So, 575 Vitamin Drinks. Sehr anständig. Ich werde mal kurz die alte Waren überprüfen, ob hier irgendwo Minus angezeigt wird von irgendwelchen Sachen. Soweit eigentlich alles in Ordnung, oder? Replikatoren sehen gut aus. Androiden. Auch kein Minus. Teleware ist gut. Gut, die Orbitalstation ist zu wenig, das ist natürlich jetzt nicht so problematisch. Für Jungskuren passen auch. Was erreicht? Ich muss mal kurz prüfen, ich bin halt ein bisschen vom Kopf gestoßen, weil vorhin hatten wir da wesentlich mehr Einwohner schon. Und jetzt ist das alles wieder so wenig geworden. Vielleicht liegt es auch hier an den Stimulanzien, obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Was ist denn hier relevant überhaupt? Das Zeug? Ausreichend. Erweiterung, ausreichend. Und Tundra-Güter brauchen wir hier hinten gar nicht, also von daher. Sehr komisch das Ganze. 687.000. Naja, so. Ich habe gerade gesehen, dass ich hier viel zu viele Reisportionen rübersende. Das muss ich auf jeden Fall mal wieder. Nee, das ist falsch gewesen. Brückenbau kann ausgeführt werden. Ja, machen wir das erstmal zu Ende. Und hoffentlich kann ich mir das leisten. Es kostet nur Graphen. Der Papierkram ist erledigt. Und davon habe ich jetzt ausnahmsweise mal genug. So, hier muss ich erst eine angrenzende Insel. Roger. Beanspruchen. Ja, wie mache ich das denn? Gibt es hier ganz normal die Bauplätze? Ja. Sind unterwegs. Kostet mich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Geld, aber das wäre jetzt nicht das Problem. Ich hoffe nur, dass ich hier um Iridium rumkomme. An dem guten Stoff mangelt es mir immer ziemlich. Kostet Credits Bio. Fantastisch. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. Dann machen wir mit der Brücke weiter. Brückenbau. Und prüfen wir nochmal die Routen. So, wo haben wir denn die guten Reisportionen? Genau, unser Wahlbruchbecken muss einfach nicht so viel. Die sind auch mit weitaus weniger zufrieden. Schicken wir da einfach mal hier die geforderten 8 rüber. Parameter werden erneuert. Und dann kann ich jetzt hier schon mal neue Handelsrouten einrichten. Einmal für Shuttle kommt planmäßig an. Die Wildwasserbucht, denn da wollen wir es ja ordentlich ausbauen. Transferroute nimmt Betrieb auf. Die schicken wir von Kap Amber aus, weil wir dort auch eigentlich hauptsächlich produzieren möchten. So. Transferroute registriert. Und Wasser werden wir erstmal vor Ort produzieren. Aber Leute, wir machen hier wieder eine kleine Pause. Und dann geht's im nächsten Teil weiter mit Whitewater Bay und
dem Bau einer neuen Stadt. Also, bis dann. Tschüss.